Mit dem Silberbutton bekommt man 100.000 Euro. Hallo Leute und willkommen bei Team Smolik. Heute ist es soweit. Wisst ihr, was da drin ist? Da drin ist mein YouTube Silberbutton. An dieser Stelle grüße mein Bro David Russell. Du erinnerst dich? Silberbutton aus dem Arsch ziehen und so weiter. Gucken wir uns das Ganze doch mal an. Was ist hier? Tada! Das ist der YouTube Silberbutton, den bekommt man ab 100.000 Abonnenten. Ja, ich habe jetzt schon fast 200.000, aber das dauert halt immer so seine Zeit. Bin auf jeden Fall mega stolz darauf. Wirklich super Sache. Riesenehre für mich und ja, bald kommt Gold. Jetzt möchte ich noch ganz kurz ein Thema ansprechen. Ich wurde das schon des Öfteren gefragt. Ich weiß nicht, woher dieser Mythos stammt. Mit dem Silberbutton bekommt man 100.000 Euro. Ich weiß nicht, ob da was durcheinander gebracht worden ist. Ab 100.000 Abonnenten bekommt man den Silberbutton, aber nicht 100.000 Euro. Es ist irrelevant. Es ist völlig egal, wie viel Abonnenten man hat. Anhand der Zahl der Abonnenten verdient man kein Geld. Man verdient Geld durch Werbung bei YouTube. Das heißt, wenn ihr immer diese Werbung eingeblendet seht, 15 Sekunden überspringen oder keine Ahnung was, ihr kennt die scheiß ganze Werbung da. Daran bekommt man ein paar Cent. Weil YouTube ist mittlerweile auch nicht mal das, was es war, was Kohle betrifft, Geld verdienen betrifft. Deswegen, die Frage ist hier mal hoffentlich geklärt. Wenn ich mal zu Hause bin, kommt es tatsächlich mal vor, dass kleine Fans bei mir klingeln und Autogramme wollen. Was geht ab, Leute? Alles gut? Ja. Ja. Was macht ihr gerade? Fahrradfahren bei dem schönen Wetter? Ja. Woher kennt ihr mich eigentlich? Aus dem Fernsehen. Aus dem Fernsehen. Von klein gegen groß. Von klein gegen groß, guck mal, das sind die Fans am Start. Wollt ihr irgendwas sagen in die YouTube-Welt? Nein. Ihr seid schüchtern, ja. Egal, Hauptsache ihr seid mit dabei. Ja. Jetzt kriegt ihr Autogramme und dann geht's ab. Ich liebe es, Menschen eine Freude zu bereiten, vor allem so kleine Fans. Jetzt geht's zur Zeitung, denn ich gebe ein Interview in Bezug auf mein neues Buch. Rückschlag ohne Knockout ist unten verlinkt, könnt ihr euch holen. Und ich bekomme dann noch einen Preis verliehen, Sportler des Jahres. Ich freue mich, bis gleich. Natürlich muss mein Auto auch mal ab und zu unter die Dusche oder Waschanlage. Und deswegen fahren wir jetzt mal einmal kurz durch. Boah, krasser Scheiß, ey. Wisst ihr noch, damals, als ihr Kinder wart, man saß so im Auto und hatte voll Panik. Scheiße, was passiert hier? Aber irgendwie ist es doch geil, oder? Ich fahr mit zum Panoramadach. Guck mal da. Auto ist wieder fresh und jetzt geht's ab zum Training. Wie oft geht ihr euer Auto waschen im Monat, in der Woche? Schreibt's mir in den Kommentaren. Ich versuche so einmal die Woche zu gehen, aber wenn dann immer nur Waschanlage, weil selber putzen, das dauert einfach zu lang. 2000 Jahre später. So, kurzer Zeitsprung, weil Carsten noch mit trainieren möchte, deswegen jetzt erst so spät. Ach ja, Leute, wisst ihr, was das Gute an einem eigenen Gym ist? Man kann immer trainieren, wann man möchte. Es werde Licht. Papp, papp. Und hier ist mein Gym. Kennt ihr ja schon. Wir haben jetzt genau 23.30 Uhr. Schönes Midnight-Training heute am Start. Wir machen heute Schnellkraft und ich mache noch ein bisschen Technik. Wenn man vom Teufel spricht, da ist er am Start. Bist bereit für unser Midnight-Session? Klar, immer. Hier kommt er direkt. Wir machen ein bisschen Schleichwerbung. Wow.
So Leute, das war's mit unserem Workout. Das war's mit dem Vlog des Tages. Wenn euch Vlogs gefallen, kommentiert es in den Kommentaren. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Mein neues Buch Rückschlag ohne Knockout. Und der neue Song von mir ist unten verlinkt. Zieht's euch rein. Hier, der da hinten macht sich schon nackt. Das heißt, Training vorbei. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Haut rein. Das war euer Michael Smolik. Puh!